bin's Mila und willkommen zurück zu diesem neuen Video hier. Heute dachte ich mal wieder, mache ich einen coolen Vlog und ja. Ich habe mich jetzt hier schnell mal an meinen Schreibtisch gesetzt. Es ist auf jeden Fall Freitag und ich dachte, ich vlog heute mit. Ich habe ja noch Ferien. Und ich dachte, ich mache mal wieder einen coolen Vlog, weil ich habe mal wieder richtig, richtig Lust da drauf. Ignoriert bitte meine Haare, die müssen sich noch so ein bisschen aushängen. Ich habe auf jeden Fall eine To-Do-Liste heute und die will ich auf jeden Fall machen. Also ich habe schon ein bisschen was hier drauf. Und ich dachte, ich nehme mich einfach mal mit, weil ich mache heute ein bisschen was für so eine Brand. Ich mache mich einfach ready, ich mache Insta-Bilder, bla 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 und ich zeige euch einfach mal den ganzen Prozess. Und ich will auch noch ein bisschen hier was machen, also einfach ein bisschen produktiv sein. Und ja, da nehme ich euch einfach mal mit. Ich hatte gestern so eine kleine Deep-Clean-Situation hier. Also ich habe gestern schon ein bisschen aufgeräumt, dass ich einfach nur mal so ein bisschen so ein Fresh-Start habe vor den Ferien. Ich habe tatsächlich meine Pinsel und meine Beauty-Blender alle gewaschen, was echt krass ist für meine Verhältnisse. Ich musste jetzt mal schnell abholen, weil die sind gerade im Bad und ich habe gerade nur so viele Pinsel. Reicht mir nicht. Deswegen muss ich ganz schnell meinen anderen Pinsel noch holen. Ich habe sie jetzt ganz schnell abgeholt. Ich habe hier meine Pinsel. Ich habe die hier von der Kerze, die im Behälter, ich liebe es. Und dann hier meine Beautyblender. Man kriegt die nie zu 100% sauber, aber ich versuche es mal. Also wenn ihr das seht, Leute, das ist ja sein, eure Beautyblender und eure Pinsel mal wieder zu waschen, weil das ist echt wichtig. Und es sieht hier gerade einfach so clean aus. Ich muss euch das mal zeigen. Das ist übrigens mein Schminktisch. Mich fragen auch immer so viele Leute nach einer Schminktischtour. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen aufgeräumt. Sieht ein bisschen cleaner aus. Hier noch meine Glossier-Produkte. Meine Laneige Lip Mask ist ausgegangen, was für mich echt eine Tragödie ist. Aber ich dachte, ich benutze jetzt einfach hier mal die von Glossier. Ich habe ja die noch aus London. Ich habe noch einen anderen sogar. Mal sehen, wenn ich auch mit denen ganz gut klarkomme, dann lasse ich die. Und wenn nicht, dann bestelle ich mir einfach ein neues. Ich dachte auf jeden Fall, ich mache jetzt einfach so einen kleinen Random Talk und mache hier mein Make-up. Ich bin aber wirklich so erholt in den Ferien. Ich bin einfach so froh, dass wir jetzt Ferien hatten. Wir hatten auch nur eine Woche. Aber ich fand es wirklich vollkommen ausreichend. Also ich fühle mich so viel besser. Erst ein bisschen Primer. Und heute ist auch einfach so ein bisschen Content Day und ich erinnere mich noch, dass ich das früher so gerne bei anderen geschaut habe auf YouTube und sowas, wie die so ein bisschen Content machen und ich einfach das mal richtig spannend fand, so hinter die Kulissen so ein bisschen zu schauen, wie das immer alles abläuft. Deswegen dachte ich, ich kann euch auch heute ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz spannend, da ein bisschen zuzuschauen, wie mache ich diese ganzen Reels, was mache ich da, bla bla bla, so weiter. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal Shower Make-up, weil ich laber immer viel zu viel rum und dann sehen wir uns gleich wieder. Los geht's! So, ich habe mein Make-up jetzt gemacht. Irgendwie ist es nicht so schön geworden. Es ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Weil ich habe ja meine Pinsel, wie gesagt, nur gewaschen und da war noch nicht so viel Produkt drauf. Und jetzt sieht es irgendwie aus, als hätte ich nichts im Gesicht. Aber das ist auch vollkommen okay. Und Leute, ich liebe wirklich die Haare. Mich fragen auch so viele, wie ich die mache. Ich mache die gar nicht mit Hitze, sondern ich habe hier auf meinem TikTok-Account. Mal hier auf Tutorials gehen. Ich zeige euch jetzt, wie man dieses... Und ich habe nur ein Tutorial hier und da zeige ich, wie ich das mache. Deswegen schaut euch das sehr gerne an, wenn euch das interessiert. Es ist jetzt übrigens 10.43 Uhr. Ich habe noch immer nicht gefrühstückt und sowas. Ich stehe eigentlich immer relativ spät auf. Aber ich schaue jetzt mal ganz kurz hier auf meine To-Do-Liste. Ja, ich glaube, ich frühstücke mal was ganz Kleines. Und dann, ja, kann ich anfangen mit meinem ganzen Zeug, weil sonst habe ich gleich richtig Hunger und dann kann ich nichts machen. Okay, die nächste Sache auf der To-Do-List ist Fensterbänke aufräumen. Es ist ein bisschen random, weil ich habe gestern ja mit meinem Deep Clean angefangen und ich wollte noch meine Fensterbänke zu 100% aufräumen. Ich finde es aber relativ unspektakulär, also ich glaube nicht, dass ihr das unbedingt sehen müsst. Und ich glaube, ich nutze die Zeit jetzt schneller, meine Kamera aufzuladen. Meine Kamera ist nämlich gleich leer und ich habe keinen Ersatzakku und ich muss ja noch später ein paar Sachen machen. Und ja, ich mache einfach mein Bett, räume mein Zimmer noch so ein bisschen auf, weil es ist noch nicht so ganz aufgeräumt. Und ja, nichts Spektakuläres, aber ich hoffe, ihr seht mich jetzt nicht als Messi, aber mein Toxic Trait ist es irgendwie immer alles auf meinen Fensterbänken abzustellen. Und das ist ganz schlimm und auch hier auf dem Tisch hat sich noch ein paar Sachen angesammelt, die ich noch wegmachen muss und ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach schnell. Okay, ich habe jetzt mein Zimmer aufgeräumt, dass es auch nice und clean ist für den Vlog. Und ich habe bis jetzt schon, ich habe echt schon viel abgehakt, muss ich sagen. Also ich habe bis jetzt abgehakt, Vlog anfangen. Fensterbänke aufräumen und fertig machen. Und jetzt kommt Insta-Bilder machen und Insta-Reel drehen. Leute, ich meine es ernst. Ich war bis vor ein paar Monaten noch der größte Insta-Reel-Hater. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil das ist ja im Prinzip das gleiche dann wie TikTok. Und ich war nur so, wieso? Und irgendwie sollte man das ja dann auch machen, wenn das ein neues Feature ist, so als Content-Creator. Aber Leute, ich bin... Jetzt, ich und Insta-Reels sind so. Ich gebe mir gerade echt Mühe auf Instagram. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob sich das auszahlt. Aber meine letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, meine letzten 6 Beiträge, 5 davon waren Reels.
Also das ist wirklich krass. So ist mein Feed momentan. War noch nie wirklich gerne gepostet und sowas auf Instagram, sondern eher so Stories. Aber ich gebe mir gerade echt Mühe. Also ich versuche gerade wirklich, das so ein bisschen auszubauen. Also folgt mir gerne auf Instagram. Und jetzt wollte ich noch was Cooles drehen, weil ich habe ja jetzt Ferien. Wenn ich Schulzeit habe, ergibt sich das nicht so gut, weil dann ist das Licht immer nicht so gut und bla bla bla. Also ich wollte jetzt ein Insta-Reel drehen und ich hatte schon ein paar Ideen, aber ich glaube, worum ihr mich so oft bittet, ist so meine Sweater zu zeigen, meine Hosen und so weiter. Und das werde ich alles noch machen, aber ich kann natürlich nicht alles auf einmal machen. Und ich dachte, heute zeige ich euch mal so meine Lieblingspullis. Und genau, was machen wir heute? Ich hole jetzt erstmal mein Stativ. Das waren die besten 20 Euro, die ich je ausgegeben habe für dieses Stativ, Leute. Es ist so hilfreich. Ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich so ein fettes Stativ brauche, aber Leute, ich brauche es. Und es lohnt sich so krass. Und es sieht einfach so aus, ich habe das von Amazon. Ihr könnt einfach Stativ eingeben und 20 Euro kostet. Ich glaube, das war damals ein Sale. Ich bin so begeistert. Das hat hier auch so ein Ding drauf, also wenn ihr das gleiche haben möchtet. Und ich drehe dann wieder draußen, also hier von meinem Zimmer. Da habe ich auch mein letztes Reel gedreht und ich fand die Beleuchtung alles eigentlich ganz gut. Die Belichtung ist in meinem Zimmer leider nicht wirklich gut im Winter, was echt sehr schade ist. Also im Sommer ist sie sehr gut in meinem Zimmer, aber im Winter ist es wirklich fast unmöglich, hier irgendwas zu drehen. Das ist richtig nervig. Stativ ist ready. Also ich muss gleich noch die Kamera von dem Stativ auf dieses Stativ. Ich kann es dann auch leider nicht mitdrehen, wie ich das alles filme. Ich kann es vielleicht auf meinem Handy machen, weil ich mache das von meiner Kamera. Und das ist auch so ein krasser Gamechanger gewesen. Das Wichtigste sind jetzt natürlich auch die Pullis, weil wohin ohne die Pullis jetzt, wenn das Video über Pullis ist. Ignoriert bitte meinen Messi-Schrank. Ich weiß, er ist messy, aber ich habe so viele Klamotten. Es ist echt schwer, hier irgendwas organisiert zu halten. Und ich zeige euch jetzt mal, welche Pullis ich auswähle. Ich habe natürlich so viele. Ich mache bestimmt auch nochmal einen zweiten Part. Ich hätte es nie gedacht, aber der Polo-Sweater. Ich habe es eigentlich immer bereut, dass ich den gekauft habe, weil ich den irgendwie nie richtig stylen konnte. Aber jetzt habe ich eine Hose dazu gefunden. Und mit Flare-Jeans sieht der echt gut aus. Okay, dann, ich finde diesen Off-Shoulder-Sweater so geil. Auch von Subdued ist der. Dann von hier oben natürlich noch ein paar. Weiß noch nicht. Also das sind so wirklich meine allerliebsten. Ich habe natürlich auch noch welche, die ich trotzdem trage. Auch wenn das jetzt nicht meine allerfavesten sind. Und hier ist dann der Rest von meinen Pullis, die ich dann so öfter trage. Also viel öfter. Und da gehört auf jeden Fall der von Gina Tricot dazu. Der ist neu. Aber Leute, der ist so toll. Ich liebe diesen Pulli wirklich mit meinem ganzen Herzen. Ich finde den so geil. Meine ganzen Favorite-Sweater sind eigentlich so Cream-Farben. Dann, okay, ja, auf jeden Fall auch der Cardigan von Pimpino. Ich finde den so toll, der ist, oh mein Gott. Ich war wirklich so, soll ich dafür wirklich 100 Euro ausgeben? Weil ich bin immer so eine Person, ich bin echt so eine Zara-Person. Also ich kaufe mir wirklich alles so ganz klar mit meinen Zara und M und komme jedes Jahr lieber mit teuren Sachen. Und dann auch noch mein absoluter Lieblingssweater, auch von H&M, Leute, der ist so toll, ich liebe den. Und ich lege es jetzt alles schnell zusammen, dass ich das noch am Anfang so ein bisschen zeigen kann, weil der Rest hängt ja. Ich zeige euch dann auf jeden Fall auch nochmal hier gleich das Endergebnis von The Real. So, und jetzt lege ich das mal schnell alles zusammen. Ich glaube, die Kommentare hier wieder gesperrt sein werden. Leute, ich weiß leider nicht, warum man mir die sperrt. Ich versuche mal irgendwie Kontakt zum Support aufzunehmen, wenn ich das überhaupt hinbekomme. Aber schreibt mir ansonsten, wenn die Kommentare offen sind, auch gerne gleich mal, wie ihr das Real findet, weil ich blende es euch dann noch hier ein. Und dann wollte ich noch ein Insta-Bild machen, weil so sehr wie ich Reels liebe, ich finde Insta ist auch einfach dieses Bilder-Ding. Ich schaue zum Beispiel auch super gerne Reels bei anderen Creatoren, weil ich finde, da kann man sich noch ein bisschen mehr ausdrücken. Aber ich finde auch eben Bilder, die sind so wirklich so toll. Okay, alles ready zusammengelegt und ich würde sagen, es kann losgehen. Los geht's. Ihr seht mich jetzt hier wieder von meinem Handy, deswegen, wenn das einfach anders ist. Ihr seid gerade, ich fange auf meinem Handy, wie in guten alten Zeiten, Leute. Und jetzt einfach misse ich es ein bisschen. Ich liebe meine Kamera, aber ich sehe mich hier so und da sehe ich mich irgendwie nicht und ich schaue irgendwo hin. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich sowas filme. Und Leute, ich bin kein Profi, also bei mir läuft irgendwie alles immer schief. Aber ich filme hier vor dieser sehr coolen Wand, weil es einfach so neutral ist. Und hier ist eigentlich gutes Licht, weil da kommt direkt Licht hin. Und das passt. Und ich ziehe die Achselpass von meiner Mom an, das sind nicht meine. Weil ich finde es so unästhetisch, wenn ich einfach mit Socken rumstehe. Und ich habe mir schon, ich glaube, ich habe mir schon dreimal fast die Füße gebrochen da drin, aber gut. Okay, wo stehe ich jetzt hier? Meine Kamera ist set, everything is set. Jetzt ist nur die Frage, ob das auch im richtigen Angle ist. Ich weiß halt nie, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Meine Schwester hilft mir jetzt. Soll ich so ganz Körper stehen oder soll ich nur so, dann mache ich weiter nach vorne? Weil ich will nur meine Pullis zeigen. Yeah, I just hope it looks good. Und jetzt werde ich einfach alles anprobieren und das zeigen, aber ich kann es natürlich nicht zeigen, wie ich mich umziehe. Deswegen drehe ich jetzt einfach das Video. Okay,
Okay, Leute, ich habe jetzt ein paar Bilder gemacht. Ich hoffe, die sind einigermaßen gut geworden. Ich bleibe auch noch angezogen, falls ich die Bilder nochmal machen muss. Weil es ist immer ein bisschen schwer, irgendwie das so ungefähr zu erreichen, wie man es möchte. Ja, genau. Also, ich lasse mein Outfit jetzt noch so. Die Pullis räume ich jetzt gleich weg. Das Stativ hole ich jetzt auch noch. Und dann würde ich eigentlich auch sagen, schneide ich das mal direkt. Ich habe gar nicht gesagt, aber mein Outfit ist von Zara, H&M und dann meine neue Kreuzkette, die habe ich, glaube ich, seit vorgestern, von Thomas Sabo und meine Ohrringe sind von Mejuri. Das Herz ist von Brandy Melville. Ich blende euch das jetzt ein. Ich glaube, ich kann die Musik aber nicht dazu einblenden wegen Copyright. Aber jetzt kommen wir noch zu einem anderen Teil. Oh, warte, ich muss noch meine To-Do-Liste machen. Insta-Reel drehen, ja. Insta-Bilder machen wollte ich eigentlich noch was anderes machen. Aber gut. Schneiden und bearbeiten. Ja, mache ich dann später noch. Okay. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall direkt geschnitten und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, das habe ich ja nicht auf meiner To-Do-Liste gehabt. Ich werde jetzt noch eine Kooperation hochladen. Es dauert einfach immer nur ein bisschen, weil die Brand das dann immer so erst approven muss, bevor man das dann hochlädt. Und wenn da halt irgendwas denen nicht passt oder sowas, dann sagen die das, dann musst du das nochmal ändern. Ich lade das jetzt hoch, das gehört nämlich auch dazu. Und ja, allgemein so E-Mails und sowas checke ich eigentlich. Ich bin ja eigentlich die ganze Zeit am Handy, deswegen. So, und jetzt suche ich hier mal mein Reel. Und jetzt suche ich hier mal suche ich jetzt noch ein passendes Lied, aber ich rede da, deswegen. Okay, ich habe ein kleines Problem, nämlich mein Reel ist so lang, dass ich tatsächlich keine passende Musik dazu habe. Auf jeden Fall lade ich das jetzt alles mal hoch, weil da muss ich echt viel beachten, was auch so im Briefing steht, weil man kriegt ja immer auch so ein Briefing, was dann noch so sein muss und sowas. Und ich würde sagen, ich erledige das jetzt schnell mal, weil eigentlich kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Okay, ich glaube, es ist jetzt gefühlt eine halbe Stunde später, aber das dauert immer ein bisschen. Ich habe jetzt alles gepostet. Ich sage, wie gesagt, so ein Collab und deswegen muss ich da halt immer alles perfekt beachten. Und ja, ich habe es jetzt als Reel gepostet in meine Story und auf meinem TikTok, genauso wie es vereinbart war. Deswegen, ja, das dauert einfach immer ein bisschen, aber passt schon. Und ja, ich glaube, ich gehe jetzt langsam nach unten und mache auch Mittagessen und sowas. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut mit meiner To-Do-Liste aus. Und ja, genau, ich gehe dann los nach unten. Ich habe so Hunger, ich kann nicht mehr. Ich drehe jetzt tatsächlich noch ein Video für Subdued, weil da ist auch am Sonntag sowas mit Rabattcodes und sowas. Ah ja, das ist am Sonntag. Also, wenn ihr das Video jetzt seht, schaut gerne auf meinem TikTok vorbei. Und ich dachte, ich drehe das schon mal vor, weil ich gehe dann morgen auf den Geburtstag und dann ergibt sich das nicht so gut. Und ansonsten, was hatte ich noch auf der To-Do-Liste? Ansonsten habe ich, glaube ich, nur noch so kleine Sachen wie Schulzeug anschauen, Nachhilfe buchen, Subtitle drehen, Insta-Bilder machen. Also nur so kleine Sachen. Und deswegen mache ich das jetzt mal schnell. Leute, sorry, dass ich mich jetzt wieder melde. Es ist jetzt, es ist, glaube ich, 10:30 jetzt, also schon relativ spät. Ich bin jetzt von meiner Oma gekommen, weil mein Opa hatte heute Geburtstag und dann haben wir alles gedeckt für die Feier morgen und so weiter und so fort. Also ich hatte eben einfach nicht so viel Zeit, da ist noch irgendwas zu vloggen. Auf jeden Fall, ich habe nicht alle To-Dos geschafft, aber dieses Video, was ich noch machen wollte, kann ich eigentlich auch morgen machen und so weiter. Also grob habe ich alles geschafft und ja, ich wollte auch einfach mal Danke sagen. Es kommen jetzt auch so viele coolen Collabs und sowas und ich wollte euch einfach mal Danke sagen, dass ihr mich supportet und an die Leute, die jedes Mal mein Video schauen und mir schreiben und ich finde es einfach so, so, so lieb von euch. Ich habe euch ganz, ganz arg lieb. Checkt gerne meine anderen sozialen Medien aus, weil da bekommt ihr auch vielleicht mehr mit von diesen ganzen Collabs. Meine ganzen Reels, die ich auch hier gedreht habe, seht ihr alle da. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert gerne diesen Emoji. Ich hoffe, die Kommentare sind nicht wieder gesperrt. Und liked auch gerne das Video, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonniert auch gerne meinen Kanal und das war's. Ich hab euch ganz arg lieb. Tschüss!